Habt ihr euch nicht auch schon immer mal gewünscht, euren Lieblingskünstler live und das auch noch in eurem Wohnzimmer zu erleben? Die weltweite Bewegung Sofa Sounds macht das möglich. Mehr zum Konzept und auch zum Erfinder erfahrt ihr im nächsten Beitrag. Du bist ganz knapp meine Nummer 1 hier im Laden. Bist jung, motiviert für jeden Spaß zu haben. Also lass uns wandern wie bei der Entdecker. Meatball Inspector, Stockholm bis Mecca. Ein Aufräumt des New Yorker Grinch. Letztes Jahr im August hat das angefangen. Das heißt, da hat Leonie... Die war in London bei einer Show und fand das super großartig und wir haben uns dann irgendwo mal getroffen, zufällig. Und ich hatte halt auch schon die Idee, irgendwie, ich möchte gerne sowas machen, mit Bands einladen, mit Musik. Und dann hat das irgendwie ganz gut gepasst. Leonie hatte irgendwie schon eine Band eingeladen oder zwei Bands, hatte aber noch keine Location und nichts weiter. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und dann kam Birk auf einmal auch noch mit dazu beim ersten Gig und dann war das so. Ebo für sein Ungeheuer, mach dich bereit für die Show, Wende Abenteuer. Hast du Feuer, wird man oft gefragt, und obwohl er keins hat, hat er ja gesagt. Also wir haben ja ganz klein angefangen, das war am Anfang wirklich nur über Mundpropaganda in der Hoffnung, dass überhaupt jemand kommt. Und sie kamen, die Leute, das war schon mal schön. Und bei uns ist es ja, dass man sich über diese Website anmelden kann, über sofasounds.com. Und die Anmeldungen sind eigentlich stetig gestiegen. So seit unserem Geburtstag im August hatten wir... Ja, einfach dann immer 80 Anmeldungen in dem Dreh und das war eben großartig so. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass eben viele Leute gekommen sind und sich interessieren. I had to run the whole world around before I drowned in what I never found. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren auch mal ein Wohnzimmerkonzert bei mir zu Hause gehabt in Leipzig. Ja, und das war super. Also ich finde, das ist ein echt ganz starkes Konzept und Sofa Sounds ist da, denke ich, relativ ähnlich, ja. Es geht natürlich ums Musikmachen und Wir machen ja Musik und die will natürlich auch gespielt werden irgendwie dann mal. Und dann ist so ein Format natürlich super, irgendwie erstens in unserer Stadt und dann mit den Leuten so nah, also so nah beieinander zu sein, ist auch irgendwie eine schöne Chance. Also oft ist es irgendwie, dann kommt da mehr rum als auf einer riesen Bühne, wo man dann irgendwie einen Meter höher steht oder zwei oder so. Von daher, oder? Ja, absolut. Ja, doch. Das ist ein schönes Format, weil das auch unserer Musik ganz gut entspricht, weil es ja nicht so eine Draufgänger, brutale Musik ist, wo alle extrem abgehen müssen, sondern in so einem kleinen Rahmen kann man auch schön direkt mit den Leuten, die vor einem stehen, agieren und kann auch mal was Ruhiges spielen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Nein, haben wir nicht bereut. Also wir können unsere Kosten decken und gerade in Leipzig gibt es viele Organisationen, die unentgeltlich arbeitet und wir nehmen das ja auch, wenn wir irgendwo auf Partys gehen, wo wir keinen Eintritt zahlen oder wenig nur und ja, so geben wir der Stadt auch noch ein bisschen was zurück mit ein bisschen Live-Musik. Genau, von daher wollen wir es eigentlich so fortführen, also nicht unbedingt größer werden, weil das dann eben vermutlich eher verloren geht, aber immer wieder neue tolle Bands einladen, neue Leute, schöne Locations finden. Es ist jedes Mal wieder was anderes. Du kennst Rap nicht, ich kenn deinen Namen. Ich schick dich in den Schallplattenladen. Du kennst Rap nicht, ich kenn deinen Namen. Ich schick dich in den Schallplattenladen. Ja, Rap und ich haben was gemeinsam. 1990.